Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit. Weit unter den Dschingelhörnern liegt die Alp Gampertun. Einer der Lieblingsorte der Fotografin Maya Riner. Die Aussicht auf Elm könnte von hier aus kaum besser sein. Genau wegen dem ist das ein perfekter Arbeitsplatz. Gleichzeitig ist es aber auch ein Ort, um sich richtig zu entspannen. Ja, sicher ist es einfach, man ist hier daheim, oder? Die Berge geben ein bisschen Heimatgefühl da hinten. Und darum fotografiert man es auch gerne. Oder man ist auch viel da hinten unterwegs und sieht dann gerade so die verschiedenen Säuschen oder eben wieder ein spezielles Säuschen, weil man viel da hinten unterwegs ist. Und ja, speziell heute, jetzt eben, Kontraste sind sicher lässiger, so mit Schnee, Schneebergen und das grüne Tal unten. Es gibt sicher interessante Fotos. Besonders interessant findet es die Maya Riner erst richtig hoch oben. Mit jedem Meter steigt auch ihr Gefühl von der absoluten Freiheit. Umso wichtiger ist es für sie, dass die kleinen Paradiesli erhalten bleiben. Bilder von dort oben finden dank der Maya Riner einen Weg ins Tal. Es gefällt mir einfach, eigentlich im ganzen Kanton, die Alpen, gefällt mir einfach aussinnig. Da ist man eben auch gerade so in einer anderen Welt, wenn man raufkommt. Und da noch speziell Gampertun, also auch Pfannenstock, finde ich eine ganz lässige Region. Und eben die Aussicht auf Elm, das gefällt mir halt schon aussinnig. Der Hausstock ist auch einer meiner Lieblingsberge, wenn er da so wie schützend seine Arme am Dörfli legt. Und das sieht man von da sehr schön. Sehr schön sind auch ihre persönlichen Lieblingsbilder. Fotografiert natürlich alle in den Glarner Bergen. Das ist oben bei der Planurahütte, rund um die Planurahütte, dort wo der Windkessel ist. Einfach auch der Windkessel von der Natur geformt, der je nach Licht und Tageszeit ganz spezielle Stimmungen entstehen. Oder eins auch, wo der Tödi so in der blauen Stunde am Abend, weißt, es hat so Wolken im Himmel und so dunkelblau und vorne die Lichter vom belebten Glarner Süd. Das gefällt mir auch gut. Durch ihre Liebe zu den Glarner Alpen ist das Buch entstanden. Für das Glarner Alpenbuch hat Maya Riner 3 Jahre lang eine Alp nach der anderen fotografiert. Die Idee war sicher, alle Alpen zu zeigen, die man im Glarnerland hat, weil es sind gleich sehr viele, wo man vielleicht eben nicht denkt, wenn man eben immer nur in dem Schlitz unter sich bewegt, dass da oben noch so eine grosse Welt ist. Das war sicher der Ursprung und auch aus dem Grund eben zu zeigen, welche wird noch bewirtschaftet, wie wird sie noch bewirtschaftet und auch eben die Landschaften zeigen, die es da oben hat. Also den Leuten wirklich das näher bringen. Das nächste Buchprojekt steht bereits wieder an. Das Thema verraten sie aber noch nicht. Das Geheimnis bleibt noch eine Weile in Lintel versteckt.